geht's bei Wer nichts wird, wird Nerd. Wir können uns vielleicht an Bastian Pastewka erinnern. Er kannte alle Tatortkommissare gefühlt, die es jemals gab. Shirin David kannte alle Harry Potter Charaktere, die es jemals gab. Riccardo Simonetti, alle, ich würde sogar sagen, Statisten, die irgendwann mal im Hintergrund bei Sex and the City durchs Bild gelaufen sind, wusste er alles. Und genau das machen wir jetzt auch. Hier oben auf dem Cube sehen wir Wissensgebiete. Ganz viele verschiedene. Davon müsst ihr euch gleich eins aussuchen. Das wiederum schreibt ihr auf euer Pad. Dann begeben wir uns in eine Versteigerung. Frage also, wer weiß eine Antwort, wer weiß zwei, drei, vier. Irgendwann geht eine Kelle runter, irgendwann geht die zweite runter, es bleibt eine übrig. Bei der Zahl wird eingeloggt und die Person muss das Wissensgebiet, was er gewählt hat, dann quasi mit den Antworten zum Besten geben. Okay, wir spielen drei Runden. Sollten alle Antworten, die ihr gegeben habt, richtig sein, gibt es für all diese Antworten einen Punkt. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch ein Wissensgebiet auszusuchen. Schreibt das auf euer Pad und dann fangen wir gleich an, hoch zu pokern. Bill, wirst du Britney Spears Songs aufschreiben? Wer weiß. Ich habe hier einen Rechner, der verbunden ist. Es gibt auch noch eine Redaktion, die da hinten sitzt. Alle mal die Hand heben, alle mal winken. Genau, danke schön. Die kontrollieren das alles, was ihr sagt, dass das auch wirklich stimmt. Ihr habt alle was aufgeschrieben. Sehr gut. Ich frage jetzt, wer von euch kann mir eine Antwort geben? Eine Antwort zu dem Wissensgebiet, was ihr aufgeschrieben habt. Eine Antwort ist gegeben. Eine Antwort ist gegeben. Zwei. Zwei Antworten. Wer kann mir zwei Antworten? Drei Antworten. Ich brauche drei Antworten. Drei Antworten von allen. Vier. Vier Antworten, fünf Antworten, sechs Antworten, sieben Antworten. Ich brauche acht Antworten von jedem Einzelnen. Acht Antworten. Wo geht die Kelle runter? Neun Antworten. Ich hab doch gar nicht so viele Lieder. Zehn Antworten. Zehn Antworten. Elf Antworten. Oh, shit, warte mal. Nimm runter, nimm's runter. Elf Antworten, du sagst elf Antworten. Warte mal, ich hab noch oben. Du hast noch oben, du kannst auch jederzeit wieder hochnehmen, wenn es später noch da ist. 12 Antworten, 13 Antworten, 14 Antworten. Wer gibt mir 14 Antworten für sein Wissensgebiet? 15 Antworten, 15 Antworten, 16 Antworten, 17 Antworten, 18 Antworten, 19 Antworten, 19 Antworten. 19 Antworten verkauft an Bill Kaulitz. Bill. Erstmal würden wir alle jetzt gerne wissen, welches Wissensgebiet hast du dir ausgesucht? Es wird euch überraschen. Ich habe Britney Spears Songs genommen. Oh, wirklich? 19? Ja, ich glaube, ich weiß auch mehr. Dann, aber ich wollte euch verunsichern, dass ihr schon früher die Kelle runternehmt. Ja, let's go. Wann immer du loslegen willst, 19 Three, brauchen wir. Entschuldigung. 911. Lace and Leather, Womanizer, Circus, Piece of Me, Gimme More, Toxic, I'm a Slave for You, Femme Fatale, Boom Boom, And the Beat Goes On, Someday, Lucky, Hold It Against Me, Break the Ice, Slumber Party, Oops, I Did It Again, Crazy, Gimme More, Make Me, Hold Me Closer, Mona Lisa. Ja. Crossroads, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Overprotected, weiß nicht, ob ich den schon hatte. Das ist auf jeden Fall schon beeindruckend. Bin ich schon drüber? Stronger. Pass auf, wir checken. Ja? 19 Richtige haben wir, Bill. Das ist dein Punkt. Wir haben alles gecheckt, alles überprüft. Es waren viel mehr als 19. Sehr gut. Aber den Punkt hast du dir mehr als verdient. Damit ist diese Rubrik jetzt für die anderen gelöscht. Das heißt, falls ihr auch Britney Spears gehabt hättet, dann bitte ich euch jetzt ein neues Feld zu suchen. Edelsteine, Friendscast, WrestlerInnen, GZSZ-Charaktere, deutsche Fußballmeister, Pilzarten, Marvel-Charaktere, Eurodance oder Eurodance-KünstlerInnen. Bitte sucht euch ein Wissensgebiet. Sven-Rick hat was aufgeschrieben. Sido, du hast eins gelassen. Ja. Bill hat ein neues. Ich habe ein neues. Okay, bekomme ich eine Antwort. Eine Antwort bekomme ich von allen. Zwei Antworten, drei Antworten, vier Antworten, fünf Antworten. Fünf Antworten für die Antworten, die wir brauchen. Sechs, sieben, acht Antworten, neun Antworten, zehn, elf Antworten, zwölf Antworten, 13 Antworten, 14 Antworten. Bill hört die Hand. Sieh, du hast sie noch höher. 15 Antworten, 16 Antworten. 16 Antworten, da wird's kritisch. Wer hat oben, wer hat unten? Gib mir ein ganz klares Signal. Ist das oben, Bill? Das ist aber viel, Mann. Nee. Du hast mich, das war ein Trick, ne? Du hast mich einfach runtergefuckert, ne? Ich weiß gar nichts mehr. Das hätte ich jetzt vielleicht noch nicht verraten, wir spielen noch eine Runde. 16 Antworten, Sido, das hast du gewonnen. 16 Antworten. Herzlichen Glückwunsch. Für Sido. Was ist das Wissensgebiet,
Na, Eurodance. Eurodance. Ja. Okay. Wann immer du willst. Also, fangen wir mal an mit Captain Hollywood, Captain Jack, Mr. President, Rednecks, Technohead, Dune, Labouche, Masterboy, oh Gott, Two Unlimited, Mark O. Kann man das nicht sehen? Oh shit, noch sechs, Mann. Facco Grande. Hier, Modo. Modo. Es war doch auch da gewesen, der Jute. Ja, wer war denn noch da gewesen? Oh, bitte. Naja, nee, der war vielleicht nicht. Ich pack ihn einfach mit drauf. Marky Mark and the Funky Bunch. Good Vibrations würde ich dazu zählen. Musst du nicht. Unbedingt hätte ich gemacht. Dann. Scooter, komm, den gibst du mir. Dann. Snap würde ich, aber bitte komm, pack Snap bitte rein. Wie hieß denn hier denn alle diese? Ja, Coco Jumbo, ja. Ich werde es nicht schaffen, ich bin doch da. Ja. Geh doch mal jetzt nochmal die Bravo-Hits durch, Großer. Also. It's cool, man. Weiß ich nicht, wer der hieß. Almöhi oder so hieß der, aber war ganz gut. Die Schlümpfe, komm, die gibst du mir. Zu was haben wir denn immer hier getanzt früher? Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Vain. Das war I know Culture Beat. Haben wir noch einen? Bam, dankeschön. Wie viel habe ich? Ich brauche noch zwei, ne? Zwei? Drei noch? Was brauche ich? Nee, ich habe 15. Ein Song, Sido, und dann ist es dein Punkt. Erotic. Ich kann jetzt nicht zu viel sagen, aber... Banger Boys. Jetzt kommt er nochmal. Jetzt haben wir sogar 17. Wir checken gerade noch parallel. DJ Bobo. Natürlich. Liebe Grüße. Ich höre gerade, Sigi, das ist den Punkt. Dein Punkt. Abgeliefert. Ich hätte noch Wickfield gehabt. Oh ja, die hätte ich genommen. Ja, ist das Eurodance? Wickfield hätte ich auch safe genommen, safe. Das ist so hier. Didi-da-da-da? Didi-da-da-da, genau. Ja. Genau, das ist das. Also, Eurodance ebenfalls nicht mehr dabei. Wir spielen noch eine weitere Runde. Es gibt noch Pilzarten, Marvel-Charaktere, deutsche Fußballmeister, GZSZ-Charaktere, WrestlerInnen, Friendscast, Edelsteine. Gut, ich habe alle neues Wissensgebiet aufgeschrieben. Dann möchte ich wissen, von wem bekomme ich eine Antwort? Von wem bekomme ich eine Antwort? Von wem zwei? Von wem drei? Von wem vier, fünf, sechs? Sechs Antworten, sieben Antworten, acht Antworten, neun Antworten, neun Antworten für eine Rubrik. Zehn Antworten, Sido ist raus bei zehn. Elf für Bill und für Svenrik. Zwölf für Bill und für Svenrik. 13, 14. Ich brauche einen Punkt. 15. Ich will es beim nächsten wieder. 16. Runter. 17. Wir sind bei 18 Begriffen aus der Liste. 19. Ich brauche noch einen. 19. 20. 21 Begriffe. Das ist mehr, als wir eben hatten. 22. Pilze? 23 Begriffe. What? Was? Ich muss ja. 24 Begriffe. Ich muss auch. Ich muss ihn noch einholen. 25 Begriffe. Ihr seid punktgleich. Dann mach du mal. Komm. Scheiße! Okay, ich habe ja nichts 25 zu verlieren. 25 Begriffe für Bill. Was ist dein Wissensgebiet? Okay. Edelsteine. Klar, natürlich, na klar. Na klar. Ich versuch's. Ich lese hier, es gelten auch mineralische Schmuck und Edelsteine. Aber also Schmuck Swarovski gilt nicht. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Gut, wann immer du willst, leg los. 25. Diamant, Aquamarin, Amethyst, Alexandrin, Labradorit, Saphir, Rubin, Rosquarz, Blauquarz, Südseeperle, Tahiti-Perle, Süßwasserperle,
der Sonnenstein. Tigerauge, Mondauge. Nee, Mondstein, Sonnenstein, Turmalin. Saphir, Rubin, die hatte ich alle, glaube ich. Diamant, Fossil. Wo liege ich denn bei welcher Nummer? Wahrscheinlich 15 oder so, ne? Also du hast 20 genannt, aber es sind nicht alle richtig. Smaragd, Saphir, Bernstein, Bergkristall, Edel, Beryl. Spinne, Tansalin, Aschat, oder glaube ich, sagt man so. Oh, ich bin schon am Zittern, Leute. Also du hast 28 genannt, mit Doppelungen auch nicht alle richtig. Opal, Granat. Wie viel musste ich nochmal? 25, ne? Oh, das war aber auch viel, ey. Ist alles deine Schuld. Ich hätte auch gerne hier ein paar andere Sachen aufgezählt. Bitte? Wirklich? Ihr habt alle den Daumen hoch, Pascal, ja? Ist richtig? Hab ich alle? Alter. Boah! Alter. Wahnsinn! Komm, wir sind mal gehüpft zu mir. R-E-S-P-E-C-T. Krass. Boah! Wow. Da kommt hinten aus der Redaktion ein Punkt für dich. Kommt hinten aus der Redaktion so ein ganz nüchternes. Einfach nur ein Daumen, das ist unfassbar. Alter. Crazy, ich dachte, die meiste hat er sich ausgedacht. Ja, dachte ich auch. Wie, mein Lieblingswort, der Labra, was? Labradorit. Labradorit. Gibt's auch noch ein Pudelurit? Labradudeludit? Wirklich, also unglaublich. Immer wieder faszinierend festzustellen, was für ein absurdes Wissen noch in Menschen steckt, von dem man dachte, man kennt schon viele von ihnen. Dafür spielen wir dann immer, wer nichts wird, wird Nerd.